Hallo und guten Tag bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich dir die Geschichte über ein ganz besonderes Wahrzeichen der Steiermark erzählen. Und zwar den Urdrum. Wo der genau liegt, das zeige ich dir hier, und zwar in der inneren Stadt. Auf einem kleinen Hügel, 132 Meter hoch. Der ist nicht zu übersehen. Ja, wie gesagt, ich möchte dir die Geschichte vom Grazer Urdrum erzählen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's. Bevor wir uns dem Urdrum selbst widmen, werfen wir einen Blick auf den majestätischen Schlossberg in Graz. Mit einer Höhe von 123 Metern, ausgehend vom Grazer Hauptplatz, bildet er den höchsten natürlichen Punkt der Stadt. Der Schlossberg bietet einen atemberaubenden 360 Grad Rundblick über die Stadt Graz und darüber hinaus. Ob Sie einen Städteausflug machen, Erholung suchen oder mit Ihrer Familie unterwegs sind, der Schlossberg ist ein bekannter Aussichtspunkt und bietet verschiedenste Möglichkeiten für Aktivitäten im Zentrum von Graz. Nun zu unserem Hauptaugenmerk, dem Urdrum. Der Urdrum, dessen Ursprünge wahrscheinlich bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen, ist eines der ältesten Gebäude auf dem Schlossberg. Erste Nennungen eines Turms als Teil der Festungsanlage finden sich um 1265. Im Jahr 1569 erhielt er seine heutige Form mit drei beeindruckenden Zifferblättern und einem hölzernen Gehweg, von dem aus die Feuerwächter die Stadt überblickten. Im Jahr 2003, während Graz als Kulturhauptstadt Europas gefeiert wurde, erhielt der Urdrum eine zeitgenössische Ergänzung. Der Künstler Markus Wilfling schuf einen maßstabsgetreuen Stahlschatten des Turms als Erinnerung an die komplexen historischen Schattenseiten von Graz. Dieser Schatten wurde nach Ende
der Kulturhauptstadtjahres 2003 an die Shopping City Seiersberg verkauft und ist heute eine faszinierende Attraktion. Drei historische Glocken bereichern den Turm. Die Stundenglocke von 1382, die jede volle Stunde erklingt. Die Feuerglocke von 1645, die je nach Bezirk vor Bränden warnte. Und die Amazünderglocke von etwa 1450, die einst bei Hinrichtungen und im 19. Jahrhundert zur Sperrstunde läutete. Jede dieser Glocke trägt einen einzigartigen historischen Wert. Blicken wir auf das besondere Merkmal unterhalb des Turms, den steinernen Hund. Dieser erinnert an eine Legende, in der ein bellender Hund die Tochter vom Kaiser Friedrich III. Kunigunde vor einer Entführung bewahrte. Die Geschichte und Symbolik dieses steinernen Hunds sind faszinierende Aspekte der reichen Kultur rund um den Uhrturm. Nun wenden wir uns dem Hakler-Denkmal am Schlossberg zu. Denkmal zum Ehren von Franz Xaver Hakler zu Hart auf dem Schlossberg. Die Löwenstatue erinnert an Major Franz Xaver Hakler, der 1809 während der französischen Belagerung die Verteidigung des Schlossbergs befehligte. Ursprünglich wurde der Hakerlöwe von Otto Jarl 1856 bis 1915 geschaffen und anlässlich dem 100. Jahrestags der Belagerung des Schlossbergs durch die französischen Truppen. Ja, ich hoffe, das Video über den Grazer Uhrturm und seine Geschichte hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da und abonnierst meinen Kanal. Somit verpasst du keine interessanten und geschichtlichen Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, dein Go Traveler. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal.